Hallöchen, ihr Lieben, ich grüße euch zu einem Neumond-Orakel. Es ist der zweite Neumond in diesem Monat, der um ca. 22.29 Uhr stattfindet. Er wird auch Black Moon genannt. Ja, er findet im Tierkreiszeichen Stier statt. Und dazu habe ich gedacht, da darf jeder, ne, für sich entscheiden, wo darf er hinschauen. Da habe ich einmal Stapel Nummer 1, diese Muschel, oder Stapel Nummer 2, diese Muschel. Spür in dich hinein, nimm dir Zeit, nimm dir Ruhe, atme ruhig dreimal tief ein und aus und entscheide aus dem Bauch heraus. Nur du kannst erkennen und schauen, wo es dich hinzieht. Wie gesagt, immer auf den Bauch hören, nicht auf den Verstand. Und wenn nichts für dich dabei ist, vielleicht sind aber auch in beiden Stapeln, ist vielleicht auch etwas dabei, dann spür einfach nach, denn entweder schaust du dir beide an oder ne, nur einen Stapel und du kannst halt eben wählen. Du hast immer die Wahl, wie ich so schön sage. Und ich beginne sowieso erstmal mit der Hauptenergie. Das heißt, in der Zeit kannst du noch nachspüren, was hier, ne, welcher Stapel hier für dich vielleicht etwas an Botschaften dabei hat. Wir haben mit diesem Neumond bekommen Erschaffung. Also es geht jetzt wirklich darum, was möchtest du erschaffen? Was möchte wachsen in dir? Du darfst dann nochmal hinschauen, wo hast du in der Vergangenheit dran gearbeitet. Und dieses darfst du jetzt wirklich mit der Mondin in deine Erschaffung bringen. Dann haben wir männlich. Also die männliche Energie ist sehr kraftvoll und wir haben ja immer beides in uns, ne? Also männliche Energie, weibliche Energie, egal ob du Mann oder Frau bist, ist egal. Wir haben immer alles in uns. Aber hier möchte die männliche Energie ein bisschen mehr wachsen, in seine Kraft kommen. Und vielleicht hast du auch mit deiner männlichen Energie in der letzten Zeit ein bisschen mehr erschaffen können und möchtest dieses jetzt umsetzen. Und das Vertrauen. Ganz, ganz wichtig, natürlich auch dir zu vertrauen. Ja, im Vertrauen zum Universum zu sein, dir zu vertrauen, ganz, ganz wichtig. Und auch im Vertrauen zu bleiben. Ja, das ist unsere Hauptenergie. Und dann schauen wir mal in die einzelnen Stapel. Also ich beginne schon mal mit Stapel Nummer 1. Wenn du dich, ne, für diese Muschel entschieden hast, dann schauen wir mal, was hier die Mondin dir noch mit auf den Weg geben möchte, was noch transformiert werden möchte und darf. Du kannst natürlich auch ein sehr schönes Ritual machen, was immer ja, ganz günstig ist, wirklich zu diesem besonderen Mond. Entweder ja, eine schwarze Kerze zu nutzen oder diese, die aus England kommt mit dem Rot innen, wo wir etwas echt wandeln können. Vielleicht machst du sowas oder du machst was mit Freunden zusammen. Ja, das kann ich dir mit auf den Weg geben. Du hast einmal die Dunkelheit mit dem Black Moon. Öffne dich für Veränderungen. Ergebnisse in Reichweite. Spüre deine Ängste und Sehnsüchte. Achtsamkeit. Zu viele Drachen. Schlüsselwort Zeitpläne. Engel der liebenden Annahme. Engel des Friedens,
Transformation ist schön. Also Schmetterlinggeist an deiner Seite. Feier, Gemeinschaft, Freundschaft. Drei des Wassers. Oh, das Glück. Münzen. Eine kraftvolle Bewegung. Sehr schön. Alles gefesselt. Blühende Fülle. Blume des Lebens. Ein bisschen Platz machen hier. Lichtheilung. Ahnenkraft. Muster. Zeit. Neuanfang. Sehr schön. Und nochmal der Neubeginn, also das Kind, der Neuanfang. So, dann schauen wir mal. Es sind diesmal sehr viele Karten gekommen, die hier sprechen wollten. Also, du wirst mit dieser Mondin die Dunkelheit wandeln. Spüre nochmal deine Ängste und Sehnsüchte. Ne? Spüre dann nochmal hinein. Und dann lass sie los und öffne dich für die Veränderung. Denn aus dieser Dunkelheit heraus, aus dem, wo du vielleicht vorher gefesselt warst, wirst du dich befreien. Hier kommt eine kraftvolle Bewegung hinein. Die Ergebnisse sind schon in Reichweite. Ein großer Transformationsprozess findet jetzt statt mit dieser Mondin. Die Ahnen unterstützen dich. Für dich ist es wichtig, nochmal darauf zu achten, dass du achtsam bist mit dir, nicht zu viele Zeitpläne, Termine hast. Das ist wichtig, immer wieder auf dich zu achten, weil wenn es zu viel ist, haut es dich aus deiner Energie heraus und das ist dann wieder nicht gut für dich. Nimm dir Zeit für dich. Ganz, ganz wichtig, weil sonst fesseln dich diese Energien. Schaue hin, vertraue und geh jetzt durch diese Lichtheilung, die hier absolut jetzt in die Vollendung gehen möchte. Wichtig ist es auch nochmal zu schauen, hast du irgendwo Muster, die vielleicht auch was mit deinen Ahnen zu tun haben, wo sich irgendetwas immer wieder wiederholt. Vielleicht hat es auch etwas mit Finanzen zu tun, denn hier möchte ja die blühende Fülle zu dir kommen. Wenn du da nochmal reinschaust, war da irgendwas, waren da Muster, die du von deinen Ahnen übernommen hast, dann unterstützen sie dich jetzt dabei, dieses auch aufzulösen. Sie stehen also kraftvoll hinter dir. Vielleicht hatten sie diese Ängste und die hast du dann unbewusst mit übernommen. Aber hier möchte voller Vertrauen die neue Energie hineinkommen. Sage dir, ja, es ist schön, diese Transformation und deine Ahnen werden dir auch sehr dankbar sein und sie geben dir auch die Kraft und unterstützen dich dabei. Du hast das Glück an deiner Seite, wenn du öfter Münzen findest auf deinem Weg, du dir vielleicht gerade eine Frage gestellt hast, dann weißt du, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, wichtig, immer darauf zu achten, auf dich zu achten.
Wenn hier noch Situationen sind, die noch so ein bisschen dunkel sind, wo man Ängste vielleicht hat oder durch das ganze Chaos zu viele Zeitpläne, dann nimm es an, die Situation, wie sie ist, und dann lass sie aber auch fließen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn hier kommt so eine kraftvolle Bewegung für dich rein, die wirklich dieses Gefesselte in dir, um dich herum lösen möchte. Wichtig, spüre deine Ängste und Sehnsüchte. Geh da rein, mach vielleicht ein schönes Ritual, denn es ist jetzt an der Zeit, dieses aufzulösen und wirklich hier, diese Neuanfänge anzunehmen, sich darauf zu freuen. Du hast das Glück an deiner Seite. Es wird dir wirklich auch durch Münzen gezeigt. Hier kommt eine Veränderung auch in die Finanzen hinein. Sei bereit, jetzt diese tiefe, lichtvolle Heilung voller Vertrauen anzunehmen und dich dann auch dafür zu öffnen. Bleibe in deinem Frieden, bleibe in deiner Mitte, bleibe in deinem Vertrauen. Wisse, deine männliche Kraft ist stark, aber auch die weibliche Seite, also beides, ne, darf hier kraftvoll wirken. Und weil wir hier zweimal diese männliche Energie haben, die dich wahrscheinlich dann auch manchmal in diese Situation bringt, wo du dann meinst, du müsstest zu viele Sachen auf einmal machen. Nein, das musst du nicht. Du kannst achtsam mit dir sein und Step by Step alles langsam machen. Auch feiern mit Freunden ist wichtig für dich. Also wirklich auch mal diese Auszeit zu nehmen. Und vielleicht machst du hier auch gerade jetzt, ne, zu diesem Neumond, die Walpurgisnacht, machst du hier, ne, ein Ritual mit Freunden zusammen und ihr transformiert hier auch noch mal gemeinsam etwas. Wenn man Rituale zusammen macht, sind sie meistens auch noch stärker. Dann hast du die Blume des Lebens, Gleichgewicht und Transzendenz. Im Licht ist alles Leben gleich. Wir werden alle aus dem Licht der Einheit gespeist. Gemeinsam wirken wir im Lebensfeld der Blume des ewigen Lebens. Vielleicht unterstützt dich auch die Blume des Lebens, ne? Dann kannst du dir sie nehmen, wobei ich dazu etwas sagen möchte. Wir sehen hier die Blume des Lebens, sie hat hier diesen Kreis herum. Also ich gehe ja immer hin, sobald es möglich ist, und trenne, also ich schneide dann, wenn ich so einen Aufkleber habe, ich schneide dann diesen Kreis herum ab, weil die Blume des Lebens ist für mich hier immer gefangen. Aber da hat jeder seine eigene Sichtweise. Und wenn ich sie hier freilasse, kann sie ja weiter wachsen und sich entwickeln. Und so ist sie für mich immer ein bisschen gefangen. Und darum gehe ich hin, wenn du zum Beispiel einen Aufkleber hast, einfach hier rum, ne, das abschneiden. Und so kann sie sich kraftvoll entfalten. Auch hier, ne, hast du ja diese kraftvolle Bewegung, auch, ne? Ja, wie Mutter Erde, dieser Kreis. Und das möchte jetzt wirklich in dein Leben treten. Es ist Zeit. Das, was du erschaffen möchtest, kannst du wirklich voller Vertrauen in die Welt bringen. Du hast die männliche Kraft stark an deiner Seite. Du hast das Glück. Du hast zweimal die Veränderung. Deine Ergebnisse sind in Reichweite. Feiere dein Leben, nimm die Fülle an, geh aus diesem gefesselten Zustand heraus. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich wirklich hier etwas vielleicht von den Ahnen übernommen. Aber sie wünschen dir jetzt Glück. Sie sind an deiner Seite. Sie unterstützen dich. Sie möchten, dass du in diesen Neuanfang kommst, alte Muster auflöst. Ja, und
Sie werden dir sehr, sehr dankbar sein. Sie freuen sich darüber, weil das, was sie nicht geschafft haben, wirst du jetzt vollenden. Und du wirst diese Muster auflösen. Es ist jetzt die Zeit dafür, für deine Neuanfänge. Und darüber darfst du dich jetzt freuen. Also auf ins Neue. Dann haben wir noch für dich den Engel der Heilung. Was du in dir selbst heilst, heilst du in der Welt. Genau. Und wenn du deine Ängste hier heilst, die Mondin um Unterstützung bittest, heilst du es bei dir, heilst du es in der Welt und du heilst es für deine Ahnen. Und diese freuen sich sehr darüber und werden dir sehr, sehr dankbar sein. Und sie freuen sich darauf, dass du jetzt durch diesen Prozess gehst. Wunderschön. Also, ja, achte auf dich, immer wichtig. Mach was Schönes und ja, nimm das Ganze so an. So, jetzt haben wir hier ganz, ganz viele. Wir nehmen den obersten. So. Weil der hat sich gezeigt, dann nehmen wir den auch. Der Engel der Zuversicht. Dein Engel inspiriert dich dazu, allem, was kommt, mit freudiger Erwartung entgegenzusehen. Lass dich nicht davon abbringen, an das Gute zu glauben und richte deine Gedanken, Worte und Handlungen konzentriert auf deine Wünsche und Ziele. So werden sie sich auch erfüllen. Die Botschaft deines Engels. Wenn du fest an das Positive glaubst, wird es auch geschehen. Ja, und das wird es. Du hast die Ahnen an deiner Seite. Sag dir, ah, die Transformation ist so schön, da habe ich lange drauf gewartet, lange dran gearbeitet. Ich spüre noch mal in mich hinein, in meine Ängste, meine Sehnsüchte. Lasse sie mit der Mondin gehen. Lasse die Dunkelheit gehen. Freue mich auf das Glück. Freue mich auf die Unterstützung der Ahnen. Ich nehme Situationen an, wie sie gerade sind und lasse das Ganze fließen, weil ich im Frieden bin. Es ist Zeit für mich und für meine Neuanfänge, denn ich habe dieses verdient. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass du das Ganze auch verdient hast. Dass du nicht mehr in der alten Energie bleiben musst. Ich sage ungern das Wort musst, aber du musst es nicht mehr. Du bist frei zu wählen, jeden Tag neu. Bleibe ich in den dunklen Energien, also in den Ängsten, oder befreie ich mich davon? Achte auf mich, achte das Leben, achte auf die Zeiten, damit ich im Einklang bin mit allem und lasse das Leben fließen, damit diese kraftvolle neue Bewegung hier kommen kann und darf. Und wie du hier siehst, hier steckt der Schlüssel schon. Den Schlüssel selber dazu hast du in der Hand und du kannst jetzt das Neue aufschließen und dich wirklich über dein Glück, welches zu dir fließen möchte, wirklich auch annehmen. Auch ganz, ganz wichtig, immer alles anzunehmen, ne? Sonst kann es ja nicht kommen. Wenn wir dann, ne, so noch so gefesselt sind in Gedanken, das ist immer das Schlimmste, dann kommen wir nicht in die neue Energie. Also sei achtsam mit dir, löse auf, nimm die Lichtheilung an, das Glück ist auf deiner Seite und die Neuanfänge warten auf dich. So, was haben wir dann noch? Ein Einhorn. Freundschaft ist etwas ganz Besonderes. Lege deine linke Hand auf dein Herz.
und deine rechte Hand auf meins. Spürst du es auch? Ein Klang. Ich wusste, wir sprechen die gleiche Sprache. Also, auch die Einhörner unterstützen dich hier, dass du in deinen Frieden kommst. Deine Ergebnisse sind in Reichweite. Das, was du erschaffen hast, darf jetzt kraftvoll zu dir kommen. Ängste dürfen gehen. Achtsamkeit darf gelebt werden. Und du darfst voller Vertrauen in deine glückliche neue Zukunft schauen, wo auch die Fülle da ist. Und wie ihr wisst, sage ich immer, Fülle ist nicht nur im Materiellen, sondern erstmal in dir. Und sobald die in dir ist, fließt die Fülle überall. Schau dir nochmal Muster an. Sind da noch welche von dir? Schau mal, war es bei den Ahnen vielleicht genauso? Und löse sie wirklich mit dieser Mondin auf. Also die Engel, die Ahnen, die Einhörner, das Universum, sie sagen dir, es ist jetzt Zeit, deine Zeit für diese lichtvolle Veränderung. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wünsche dir eine wunderschöne Neumondzeit. Genieße es und achte auf dich und freue dich auf das Schöne, was jetzt zu dir kommen möchte und darf. In diesem Sinne, hab eine gesegnete Zeit und ich sage bis bald, wenn du magst. Und ja, nimm es einfach an. Ach, was ich noch sagen wollte, wichtig ist auch schon mal, wenn man also ein Ritual macht, ist es immer am besten in der Vollmondphase, also nicht direkt zu dem Zeitpunkt, sondern ein bisschen vorher, weil da ist die Energie am kraftvollsten und wirkt am besten. Ja, das ist jetzt noch das, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte. Und wünsche dir eine ganz tolle Zeit und öffne dich für die Veränderung. So, wenn du dich für Stapel Nummer 2 entschieden hast, für diese Muschel, dann schauen wir mal, was bei dir so wichtig ist mit dieser Mondin. Angst, okay. Löse deine Ängste auf. Du bist gut genug. Lass dich nicht von Vergangenen bremsen. Lass das Alte los und ruh dich aus. Herzkraft. Ups. Feuerenergie, Schlüsselwort Feuertanz. Engel der lichtvollen Verbindung. Der Taubengeist, sei Frieden. Ziemlich ähnlich wie bei Stapel 1. Der Coyote-Geist, vertraue auf göttliche Umwege. Tore, Erweiterung, Vision. 3 des Feuers. 4 des Feuers, Wohlstand und Zufriedenheit, Feier. Familie. Die Fülle. Interessant. In perfekter Harmonie. Sieg. Rosenengel. Wertschätzung. Segen.
Unabhängigkeit, Haus, Heimat und die Würfel, die Entscheidung. Okay, Stapel Nummer 2. Ja, ähnlich wie bei Stapel Nummer 1, hier geht es auch um Ängste, die noch tief in einem sitzen. Die dürfen jetzt aufgelöst werden mit der Mondin. Es ist wichtig, in deinen Frieden zu kommen, nicht die Ängste von außen oder von Vergangenem aufzunehmen. Sie sind einfach nur die Energien um dich herum. Es ist auch viel, was von außen kommt. Und das darfst du jetzt auflösen, denn in dir leuchtet ja dieses Licht. Und hier möchte wirklich dein Licht befreit werden. Diese letzten dunklen Schatten dürfen jetzt mit dieser Mondin gehen. Also, und hier auch nochmal, löse deine Ängste auf. Wenn du merkst, dass du Ängste aufnimmst von außen, dann reinige dich, achte auf deine Energien und nochmal, löse deine Ängste auf. Es ist egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Hier habe ich irgendwas, was schon sehr lange zurückliegt. Und so haben sich diese Energien immer wieder, ne, dran gehängt. Das heißt, das darf jetzt gelöst werden. Du hast vielleicht auch schon oft dran gearbeitet und immer wieder kam es zurück, weil es irgendwas aus der Vergangenheit ist. Da darfst du noch mal hinschauen und jetzt voller Vertrauen, wenn du das auflöst, in das Neue kommen. Lass dich nicht von der Vergangenheit bremsen und wirklich raus aus den alten Energien. Vertraue dir und öffne dein Herz. Du hast den Segen an deiner Seite und die Wertschätzung. Aber wichtig ist es auch, dass du dich selber wertschätzt. Du musstest vielleicht einige Umwege gehen, warst immer schon ein Stück vorwärts und dann zack kam die Angst zurück und das darf jetzt gelöst werden. Du darfst in deinen Frieden kommen. Du kommst in deine Unabhängigkeit, du hast den Segen an deiner Seite, du hast ja auch Familie, vielleicht sogar Lichtfamilie, die an deiner Seite ist und du selber kommst in deinem Haus, in deiner Heimat, in dir wieder an, wenn du diese Ängste jetzt löst. Und zwar im vollen Vertrauen und in deiner männlichen Energie. Dir werden sich hier Tore öffnen. Hier kommt eine Erweiterung rein, Zufriedenheit, Wohlstand, aber auch vom Herzen her. Also eine Herzöffnung ist ganz, ganz wichtig für dich. Es ist wichtig, dass du vielleicht etwas Rosafarbenes bei dir trägst. Also wenn du jetzt ein Mann bist, dass du einen rosafarbenen Stein, also einen Rosenquarz oder so, ne, bei dir trägst. Oder eine rosafarbene Kerze anmachst. Sie unterstützt dich dabei. Öffne dein Herz und lass alles fließen, sei dankbar für die Geschenke, die du im Leben schon bekommen hast, wo du auch in der Weiterentwicklung warst und nimm diese Geschenke an. Vertraue, Wohlstand, Liebe, also alles möchte auch hier zu dir fließen und du bist voll gesegnet. Wertschätze dich, wertschätze alles, was du hast. Hier kommt mit dem Frieden, hast hier die Unterstützung der Taube, der weißen Taube. Und hier möchte alles in perfekte Harmonie kommen und fließen. Vertraue. Und
Wenn du eine rosafarbene Kerze anmachst, Moment, dann darfst du diese 6 Tage lang jeden Tag für 10 Minuten anzünden, reinschauen in die Flamme, mit der Flamme arbeiten, natürlich nur wenn du magst, und dein Herz öffnen für das, was jetzt zu dir fließen möchte. Er möchte Familie in die Harmonie kommen, dein Innerstes möchte in die Harmonie kommen, deine Unabhängigkeit möchte gelebt werden. Öffne dich dem Segen, der mit diesem Neumond kommen möchte. Habe Vertrauen. Hier kommen gute Nachrichten auf dich zu. Das Wichtige ist, vertraue. Dann hast du die Feuerenergie an deiner Seite. Das heißt, ein Feuertanz. Vielleicht machst du auch ein Ritual, gerade du halt eben an diesem Tag mit einem Feuer. Sei es so mit einem Feuerchen, wenn du die Möglichkeit hast, oder wirklich ja, mit einer Kerze. Du wirst hier einen Sieg in Zukunft erlangen. Vertraue. Das Wichtige ist für dich, die Würfel fallen. Entscheide dich. Entscheide dich, für deine Herzöffnung. Wertschätze alles, was du hast. Entscheide dich, Altes loszulassen. Entscheide, die Vergangenheit loszulassen, die Ängste loszulassen und in deine Unabhängigkeit zu kommen, kraftvoll. In dir selber absolut anzukommen. Und wisse, du bist gut genug. Das ist ganz wichtig für dich. Aber wie gesagt, ein Feuerritual wäre eine gute Idee für dich. Wirklich, es waren alles nur Umwege, was so sein sollte. Manchmal sind es dann auch, wie ich sage, Lernaufgaben. Wenn wir quasi immer wieder in eine Situation zurückgefallen sind, schon ein Stück vorwärts waren, es sind Umwege, die dich aber in etwas Wunderschönes bringen möchten. Und sie möchten dir auch etwas aufzeigen, dass du weißt, dass du gut genug bist. Das ist eine Lernaufgabe und du wirst diese schaffen. Und dann kannst du auch noch die absolute Fülle erreichen, in dir, im Außen, wo auch immer. Die Fülle ist da. Öffne deine Arme, nachdem du die Ängste aufgelöst hast, das Alte aufgelöst hast. Manchmal haben wir auch noch Sachen tief in uns, wo wir meinen, da haben wir schon dran gearbeitet und dann, bäm, ist wieder was da. Dann ist es noch nicht ganz aufgelöst. Es ist einfach so. Aber wie sage ich immer so schön, wir lernen, solange wir hier sind. Und wir lernen auch jede Aufgabe nur Step by Step. Es kann nicht alles auf einmal kommen. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Öffne dich für die Fülle, entscheide dich dafür, strecke deine Arme aus, komme in deine absolute Harmonie und freue dich. Freue dich auf das, was kommen möchte. Wunder, Engel der Wunder, freue dich auf positive Überraschungen. Ein Wunder kann über Nacht geschehen. Ja, und das wird es, wenn du deine Ängste hier auflöst und diese wirklich gehen lässt. Deine Visionen erweiterst, die du schon in der Vergangenheit geschaffen hast, wo du aber vielleicht immer wieder nochmal gebremst wurdest. Auch du, wenn du Ruhezeiten brauchst, wenn es dich anstrengt, diese Auflösung der Angst, die wir ja auch wirklich viel vom Außen aufnehmen. Wir spüren das Ganze ja auch. Also wir sind ja mit allem verbunden und wir nehmen auch andere Energien wahr, auf. Es sind nicht immer nur unsere. Und darum
Achte da auf dich, löse das auf. Auch immer wieder mal, nicht nur zu diesem Neumond, immer wieder auf die Energien achten, dass sie klar und rein sind. Hier möchten Wunder kommen. Es waren nur Umwege, aber es war auch irgendwo ja, vom Universum so geplant. Es sollte es so sein. Es ist manchmal wichtig, dass wir diese Umwege gehen, um noch etwas hinzuzulernen. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön. Schauen wir mal, was die Engel dir noch zu sagen haben. Der Engel der Wahrheit. Die Liebe findet sich in allem. Sie ist Liebe, Vertrauen, Frieden und Weisheit. In der Vielfalt der Natur wirst du die reinste Wahrheit empfinden. Durch deinen Engel spürst du ein Gefühl der Verbundenheit mit der alten Quelle der Kraft und tiefer Weisheit. Du wirst merken, alles ist gut, so wie es ist. Und das ist es. Das darf gelöst werden. Das sollte halt eben nochmal sein. Vertraue, vertraue. Ne? Hier wirklich auf diese Umwege. Der Sieg ist dir gewiss. Die Fülle ist dir gewiss. Hier ist Wohlstand, der Segen. Wertschätze dich selber. Mach vielleicht ein Feuerritual. Deine Familie, deine Lichtfamilie ist an deiner Seite und vertraue, dass du liebevoll geführt wirst und entscheide dich jetzt, diese Angst zu lösen und sie gehen zu lassen. Sehr schön. So, dann haben wir noch. Spüre die Sanftheit des Augenblicks. Lass dich mit mir vertrauensvoll auf neue Möglichkeiten ein. Einhörner sind wirklich gut im Spüren, du aber auch. Ja, bist du. Denn im Innersten weißt du es. Klar spürst du auch die Ängste, aber du weißt auch, dass du sie lösen kannst. Und entscheide dich dafür. Vielleicht kommen auch Entscheidungen auf dich zu, was dich in eine neue Unabhängigkeit bringt. Aber wichtig ist, im ersten Moment dich nicht von der Vergangenheit bremsen zu lassen, zu wissen, dass du gut genug bist, dein Herz zu öffnen, die Herzheilung anzunehmen, sich auf das Neue zu freuen, Visionen reinzugeben und zu wissen, okay, ich komme in meine Zufriedenheit, ich bin in meiner Zufriedenheit. Ich habe hier was zu feiern, ich habe das Leben zu feiern, die Fülle ist bei mir, die Familie ist hier an meiner Seite. Hier kommt alles, selbst wenn in der Familie mal was war, wo Mama ein bisschen Stress hatte, hier kommt wieder Harmonie rein. Frieden, Frieden, Frieden an deiner Seite, wenn du Altes jetzt auflöst. Und das Ganze kannst du jetzt erschaffen mit deiner männlichen Kraft. Wie gesagt, wir haben beides in uns, ne? Männlich wie weiblich, aber hier möchte ein bisschen mehr die männliche Energie agieren, kraftvoll ins Wirken kommen und kraftvoll vertrauen. Ich hoffe, ich konnte dir auch ein bisschen helfen. Freu dich auf die neue Energie, arbeite dran. Wie gesagt, vielleicht magst du mal hier eine Kerze anzünden, ne? Mit ihr arbeiten, ein Feuertänzchen machen oder halt eben mit der Flamme einfach, ne? In die Flamme hineinschauen und mit diesen Energien arbeiten. Freue dich auf positive Überraschungen. Hier kann ein Wunder über Nacht geschehen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Zeit, eine tolle Zeit mit dem Neumond und hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.